Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute hier im Studio den Marc Hagenbeck. Marc Hagenbeck ist Mentalist und Gedankenleser und müsste eigentlich wissen, dass ich weiterreden wollte, anstatt dazwischen zu quatschen. Ich bitte um Entschuldigung. Ja, jetzt hat das gepackt. Soll nicht wieder vorkommen. Ja, sehr gut. Mal gucken. Ja. Ja. Wir haben heute den 2. Juli und am 2. Juli haben wir erstmal ein Geburtstagskind. Und das Geburtstagskind, zeig mal, Marc hier, Geburtstagskind ist Rex Gildo. Lebt leider nicht mehr, deswegen hat er heute nicht Geburtstag sozusagen, aber er ist geboren am 2. Juli und das 1936, ganz schön alt, oder? 1936, mein lieber Du hast doch vorhin so einen Spruch mit Rex Gildo. Nein, den sage ich jetzt nicht. Ich sage nur Hossa, Hossa. Nee, du hast irgendwas mit Dildo gesagt. Nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Also Rex Gildo, geboren 1936 und seine größten Hits waren Fiesta Mexicana. Richtig, Hossa. Und Fiesta Mexicana. Hossa. Und Fiesta Mexicana. Und Hossa. Ja, genau. Ja. Ja, 2002, am 2. Juli 2002, fand in New York eine Premiere quasi statt. Daimler Chrysler stellte den Maybach vor für 360.000 Euro. Das ist er hier im Hintergrund. Na, das ist nicht der erste, aber das ist, nicht der erste, das ist aber ein ist Maybach. Ein Maybach, ja. 360.000 Euro. Das ist ganz schön teuer. Das ist ganz schön teuer. Aber ich glaube, Maybach haben die nicht diese Concierge-Taste, wenn du drauf drückst, sondern hast du hier so einen Privatdiener, der da irgendwie am anderen Ende der Leitung ist und irgendwas für dich tut. Ist aber das so? Da war doch irgendwas. Ja, schreibt das mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Das hatte ich früher mal in meinem Fiat Uno. Da richtig, hab ich, ja. Da habe ich eine Taste da gedrückt. Da kam deine Frau raus, ne? Nee, die eine andere. Hat die aber nach mir gebracht. Okay. Ja, und dann hatte ich aus anderen Leitung, hatte ich dann, die hat sich schon mal bereit gemacht. Ja, das war so eine Concierge-Taste. Wie heißt es? Concierge-Taste. Concierge-Taste. Concierge-Taste, ja. Concierge. Aber am 2. Juli 2000 ist auch etwas passiert. Am 2. Juli 2000 hat Frankreich den Europameistertitel im Fußball gewonnen. Mit 2:1 gegen Italien. Gegen Italien. Ich hasse diese Fußballfragen. Ja, und grundsätzlich ist es ja so, wenn Italien verliert, ist alles gut. Richtig. Ja, richtig, also das ist jedenfalls im Fußball so. Ja. Ich bin ja so ein Anti-Italien-Fan im Fußball. Und egal, wer gegen Italien spielt, ich bin für die anderen. Ja. Und in dem Falle war es zwar nicht so schön, dass Frankreich gewonnen hat, aber wenn sie gegen Italien gewonnen haben, ist besser. Ja, okay. 1988 konnte man natürlich eigentlich immer nur für zwei sein. Das war einmal Boris Becker, aber von dem wollen wir jetzt gar nicht reden. Und Steffi Graf. Und von Steffi Graf reden wir hier. Die war nämlich am 2. Juli 1988 zum ersten Mal die Gewinnerin des Wimbledon-Spiels. Also sie hat das erste Mal Wimbledon gewonnen. Ich kriege Gänsehaut. Ich kenne mich auch. Und jeder erinnert sich, wie wir damals vom Fernseher saßen. Da haben wir noch alle Tennis geguckt. Das war, wir hatten ja nichts, wir hatten ja nur drei Programme. Aber es war halt einfach eine Sensation. Ja. Ne? Wenn die beiden gespielt haben, das war einfach... Gegen Farbe. Martina Navratilova immer. Richtig. Steffi Graf gegen den Mann im Damentennis, den großen Mann im Damentennis, Navratilova. Ja. Ja, und die Martina Navratilova, die hat ja alles weggeputzt, was kam. Und die Steffi Graf hat sich da so rangefummelt immer so. Ja, und dann so, irgendwann war sie dann Nummer 1. Großartig. Ja, und dann hat sie die sowas von weggeballert im Wimbledon-Finale. Ich könnte jetzt noch aggressiv werden. Guckst du heute noch Tennis? Nee, gar nicht. Nee, ich auch nicht mehr. Nee. Das hat irgendwie nach Boris Becker, Steffi Graf hat ja, glaube ich, zuerst aufgehört und dann hat Boris Becker aufgehört. Ja, danach war es halt auch dann war es irgendwie durch das Thema. Ja. Ja. Genau wie Fußball. Ja, das war der 2. Juli. Und morgen könnt ihr wieder reinschalten beim 3. Juli. Und hier ist der Marc Hagenbeck nochmal. Ihr könnt mal auf seine Webseite gehen. Ja, mach mal. Ja? Sag mal die Webseite. www.marc-hagenbeck-tierpark.com. Ja, genau. Und dann könnt ihr mal gucken, was er so macht. Der ist ein Mentalist. Ja. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Tschüssi, Kowski. Bis morgen. Bis Baldinski. Bis Balinski? Baldinski. Baldinski, aha.